Volle Erwerbsminderungsrente, der schwierige Weg zum Anspruch, Fehlvorstellungen über die Art und den Umfang einer eigenen Erkrankung können ein Grund für eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung sein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, das ist wirklich ein außergewöhnlicher Fall, den das Sozialgericht Berlin am 14. April 2023 zu entscheiden hatte. Wir wissen ja alle, dass der Weg zur Rente einer Erwerbsminderung oder wegen einer Erwerbsminderung oft ein schwieriger, ein langwieriger Prozess sein kann, besonders bei psychischen und psychiatrischen, gesundheitlichen Einschränkungen, neurologischen Einschränkungen ist der Nachweis der Erwerbsminderung oft nicht einfach. Und in diesem Fall ging es um einen ehemaligen Busfahrer, der gegen die Ablehnung seiner Erwerbsminderungsrente, seiner vollen EM-Rente vorgegangen ist. Und er konnte Gott sei Dank einen Teilerfolg vor dem Berliner Sozialgericht am 14. April 2023 erreichen. Ja, der Kläger ist viele Jahre als Busfahrer beruflich tätig gewesen, bis er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im Fahrdienst tätig sein konnte. Seit 2015 wurde er mit leichten Tätigkeiten wie Kopieren und Computerarbeit beschäftigt und er hatte dann im Juni 2019 einen Fahrradunfall, also einen Wegeunfall. Und aufgrund dieses Wegeunfalls stellte die Berufsgenossenschaft eine Minderung seiner Erwerbsfähigkeit MDE 20 fest. Die Rentenversicherung hat dann auf seinen Antrag hin eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ab Juli 2019 bewilligt. Und das war aber dem Kläger nicht genug. Er wollte also sozusagen erreichen, dass die für die Zeit vom 1. März 2021 bis 29. April 2024 befristete Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung in eine volle EM-Rente umgewandelt wird. Und was hat er halt gemacht? Er hat Widerspruch eingelegt, Widerspruch war erfolglos und er ist dann vor das Sozialgericht Berlin gezogen. Und die Berliner Sozialrichter haben dann einen Gutachter beauftragt, der dann den gesundheitlichen Zustand des Klägers zu überprüfen hatte. Und der Gutachter stellte beim Kläger eine depressive Störung und Wirbelkörperfrakturen fest. Er schätzte ein, dass sein Leistungsvermögen auf 3 bis unter 6 Stunden täglich reduziert ist. Er wies darauf hin, dass der Kläger durch eine psychotherapeutische Behandlung möglicherweise wieder arbeitsfähig werden konnte. Ja, das Sozialgericht Berlin hat aber dann auch entschieden, dass der Kläger für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 30. April, also nicht 29. April, sondern 30. April 2024 Anspruch auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung habe. Das Leistungsvermögen des Klägers sei zwar nicht unter 3 Stunden gesunken, doch der Kläger hat aufgrund des gerichtlichen Gutachtens festgestellt, eine psychische Fehlvorstellung darüber, dass er nicht mehr arbeitsfähig sei. Und diese Fehlvorstellung, so die Berliner Richter, hat Krankheitswert und dies hindert ihn daran, auch leichte Tätigkeiten, wie gutachterlich festgestellt, ausführen zu können. Und diese Fehlvorstellung hat also sozusagen Krankheitswert und laut Gutachten benötigt dieser Kläger aufgrund dieser krankheitswertigen Fehlvorstellung ärztliche und psychotherapeutische Hilfe, um sich von dieser Vorstellung dann auch tatsächlich lösen zu können. Ohne Behandlung könne er keine Erwerbstätigkeit über 3 Stunden mehr ausüben. Ja, meine Damen und Herren, das Berliner Sozialgericht hat dann dennoch die volle EM oder hat dann zugunsten des Klägers die volle EM-Rente bewilligt und hat gesagt, du bekommst sie aber nur befristet, weil du aufgrund entsprechender Behandlungsmaßnahmen dich von deiner Fehlvorstellung lösen kannst. Und deshalb geben wir dir bis zum 30. April 2024 Zeit, diese ganze Geschichte hier in Angriff zu nehmen. Dabei hat das Berliner Sozialgericht auch berücksichtigt,
dass es sehr lange Wartezeiten für psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen gibt und hat das sozusagen in den Zeitraum der Befristung, der bewilligten Befristung mit einfließen lassen. Also für den Kläger war es dennoch ein Erfolg. Es war ein schwieriger Weg, den er gehen musste, aber er hat Anspruch auf die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Er konnte zwar nicht im vollen Umfang gewinnen, denn er wollte ja eine Dauerrente haben, aber die befristete Leistung war ja auch schon mal nicht schlecht, sodass der Kläger zumindest dann ab dem damaligen Zeitpunkt für 3 Jahre hier eine volle Rente wegen Erwerbsminderung oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.